Hallo, ich führe Sie durch diese einführende Übersicht zu Förderbahnwagen. Um Ihnen bei der Navigation durch dieses interaktive E-Learning-Modul zu helfen, finden Sie ein Menü auf der linken Seite des Bildschirms und Bedientasten unten am Bildschirm. Und nun lassen Sie uns beginnen. Kein Zweifel, die Welt ist vom Gewicht besessen. Das zeigt die Entwicklung von einfachen Balkenwagen bis hin zu modernsten Wegesystemen, die Siemens heute auf den Markt bringt. Siemens hat nicht nur das umfangreichste Produktangebot, um Ihnen Lösungen anzubieten, es ist auch das einzige Unternehmen in der Prozessinstrumentierung, das Wegetechnik in seinem Portfolio integriert. Unsere Produktfamilie Wegetechnik umfasst Förderbandwagen, Dosierbandwagen, Schüttstrommesser, Messumformer, Geschwindigkeitssensoren, PLC-basierte Wegemodule und Wegezellen. In diesem Modul stehen unsere Bandwagen im Mittelpunkt. Das grundlegende Konzept der Bandwagentechnik ist das Verwiegen von Material ohne Unterbrechung oder Störung des Materialflusses. Im Folgenden wollen wir einige Grundlagen dieser Technik für Sie aufschlüsseln. Was genau ist also ein Bandwagensystem? Ein Bandwagensystem überwacht den Materialfluss und berechnet die Produktmenge, die pro Zeiteinheit produziert wird. Die kontinuierliche Verwiegung mit Bandwagen bietet viele Vorteile. Der Prozess wird nicht gestört. Weder die Materialeigenschaften noch die Zeit zur Bearbeitung des Materials werden beeinträchtigt. Probleme mit Lagerung und Aufnahme werden vermieden, der Investitionsaufwand ist minimal und die Wartungskosten sind niedrig. Ein Bandwagensystem besteht im Wesentlichen aus einer Bandwaage, einem Geschwindigkeitssensor und einem Messumformer. Im Folgenden wollen wir betrachten, wie diese drei Bestandteile zusammen ein Bandwagensystem ergeben. Zuerst wird die Bandwaage hier angebracht, unter einer Rollenstation und dem Förderband, das die Materiallast befördert. Wenn die Materiallast über die Rollenstation läuft, erzeugt das Gewicht eine Auslenkung der Wegezellen der Bandwaage. Als zweites kommt der Geschwindigkeitssensor. Er liefert ein zur Bandgeschwindigkeit proportionales Signal. Die Genauigkeit des gesamten Systems hängt auch von einem korrekten Geschwindigkeitssignal ab. Als drittes werden die Signale der Wegezellen und des Geschwindigkeitssensors an einen Messumformer übertragen. Dieser berechnet die Daten und gibt Förderstärke, summierte Menge, Gewichtslast und Bandgeschwindigkeit aus und stellt die Werte über Bussysteme als Analogausgang und Ausgang für externe Summierer zur Verfügung. Das also sind die Grundlagen. Jetzt wollen wir jedes der drei Bestandteile des Bandwagensystems im Einzelnen betrachten. Lassen Sie uns mit dem Bandwagen beginnen. Unser Angebot an Bandwagen umfasst Wagen mit unterschiedlichen Preis- und Leistungsmerkmalen. Jede Bandwaage ist spezifisch auf die technischen Anforderungen einer Applikation ausgelegt. Heute wollen wir eine bestimmte Bandwaage unter die Lupe nehmen. Sie ist die erste Wahl für die Mehrzahl der Anwendungen in den meisten Industriebereichen. Es ist die Miltronics Single Idler, auch als MSI oder MSI bekannt. Sie ist das Top-Produkt der dynamischen Verwiegung von Siemens. Seit ihrer Entwicklung im Jahr 1984 haben sie ihr einzigartiges Design, ihre robuste Bauweise, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit an die Spitze der Wegesysteme gebracht. Bei vielen Bandwagen auf dem Markt gibt es mehrere wartungsbedürftige Stellen sowie horizontale Bereiche, in denen sich Material ablagert. Dadurch wird die Genauigkeit beeinträchtigt. Nicht bei der MSI. Sie weist keine dieser Stellen auf und ist noch dazu so ausgelegt, dass praktisch keine Materialablagerungen möglich sind. Alles in allem ist sie wirklich wartungsarm. Zwei oder mehr hintereinander eingebaute Bandwagen MSI ergeben ein Miltronics-Mehrrollensystem MMI. Mit den Vorteilen der MSI und dem Nutzen, den die zusätzlichen Rollenstationen bringen. Zusammen bilden die MSI-Bandwagen ein System, das übliche, aus einem großen, starren Stück bestehende Mehrrollenbandwagen weit übertrifft. Um solch sperrige Systeme einzubauen,
sind oftmals Kräne oder ähnliche kostspielige Mittel erforderlich. Hier sehen Sie eine installierte Bandwaage MSE. Hier eine eingebaute Miltronics Mehrrollenbandwaage MMI2. Wenn es um Bandwagen geht, steht hohe Messgenauigkeit an oberster Stelle. Und unsere Siemens-Wagen entsprechen diesen Erwartungen. Die MSI erreicht eine Genauigkeit von 0,5% oder besser. Die MMI2 von 0,25% und die MMI3 bietet sogar eine Genauigkeit bis zu 0,125%. Die meisten Bandwagen müssen bei voller Förderstärke laufen, um solche Genauigkeitswerte zu erreichen. Allerdings können nicht alle Applikationen ständig mit voller Kapazität laufen. Aber warum sollte man auf Messgenauigkeit verzichten? Unsere Bandwagen liefern diese Messgenauigkeit deshalb in einem Bereich von 100% bis zu 20% der maximalen Förderleistung. Ohne Wiederholgenauigkeit gibt es keine Messgenauigkeit. Inkonsistente Ergebnisse können Zeit und Geld kosten. Die Wiederholgenauigkeit bedeutet, dass jedes Mal gleiche Ergebnisse erhalten werden. Ergebnisse, die verlässlich sind. Für zuverlässige Abwicklungen im eichfähigen Geschäftsverkehr ist neben der Messgenauigkeit auch Wiederholgenauigkeit gefragt. Mit Siemens Bandwagen erhalten Sie sowohl Messgenauigkeit als auch Wiederholgenauigkeit. Dank all dieser Merkmale sind die Betriebskosten der MSE und MME extrem niedrig. Der Betreiber spart also Geld. Nachdem wir einiges über Bandwagen erfahren haben, wollen wir uns nun mit dem Geschwindigkeitssensor des Bandwagensystems befassen. Dies ist unsere Produktfamilie der Geschwindigkeitssensoren. Sie sind alle auf Spitzenniveau. Heute wollen wir den Sitrans WS300 näher betrachten. Der Sitrans WS300 ist für niedrige, hohe und variable Bandgeschwindigkeiten geeignet. Er misst bidirektional für eine Umdrehung der Welle im oder gegen den Uhrzeigersinn. Dank seiner kleinen Größe passt er auch in Applikationen mit beengtem Raum. Diese Merkmale und sein niedriger Preis machen diesen Geschwindigkeitssensor zur optimalen Wahl. Um genaue und wiederholbare Ergebnisse zu erhalten, ist der Geschwindigkeitssensor genauso wichtig wie die Bandwaage. Über ein letztes Bestandteil haben wir noch nicht gesprochen. Über den Messumformer, das Gehirn des Bandwagensystems. Lernen Sie unsere Messumformer kennen. Sie haben sich alle in einer Vielzahl von Anwendungen praktisch bewährt. Der Star unter den Messumformern ist der Miltronics BW500. Der Messumformer Miltronics BW500 führt anspruchsvolle Funktionen für die Messung und Durchsatzmengenregelung aus, darunter Erfassung von Differentialgeschwindigkeiten, Batch- und Dosierfunktionen, Eingang für Feuchte- und Neigungssensoren, Online-Kalibrierung, verschiedene Zufuhrbedingungen und oder Materialien und 5 programmierbare Multifunktions-Alarmrelais. Mit dem BW500 schließt sich der Kreis. Er liefert genau die Ergebnisse, die von einem Bandwagensystem erwartet werden. Siemens hat ein umfassendes Angebot an Bandwagenzubehör, um den Einbau, die Steuerung und die Justage zu vereinfachen. Dazu zählen Schreiber und Drucker, externe Summierer, Bandneigungssensoren sowie Prüfketten und Aufwickelvorrichtungen für eine dynamische Justage. Und natürlich der MWL, das Bandwagenjustiersystem, mit dem der Anwender fern vom Gurtförderer bleiben kann und sicherheitstechnische Belange beseitigt werden. Unsere Bandwagen sind wirklich einfach zu installieren. Aber um es Ihnen noch einfacher zu machen, liefern wir Montageanleitungen und zusätzlich einen Anwendungsleitfaden sowie natürlich auch technischen Support. Wie bei allen Messgeräten ist die korrekte Installation entscheidend für die optimale Leistung.
Dass wir die Anforderungen folgender Zertifikate erfüllen oder sogar übertreffen, beweist unsere Messgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und die Fähigkeit, in schwierigen Umgebungen zu arbeiten. Unsere Zulassungen für die allgemeine Verwendung sind CITIC, CE, KCC, GOST-R und GOST-RTN. Wir besitzen USDA und FDA-Optionen für Lebensmittelzulassungen. Für Ex-Bereiche haben wir CSA, FM, ATEX, EECX und GOST-RX. Und für den eichpflichtigen Verkehr bieten wir Measurement Canada, NTEP, MID und OIML, CMC, SABS und GOST-M. Sie können sehen, Siemens ist geprüfte Exzellenz. Nachdem Sie jetzt erfahren haben, wie Miltronics-Bandwagen von Siemens einfache Installation, geringen Wartungsaufwand und eine wiederholgenaue Messgenauigkeit verbinden, ist es keine Überraschung, dass weltweit Zehntausende von Systemen installiert sind. Unsere zahlreichen Fallstudien zeigen mit praktischen Beispielen, wie sich unsere Bandwagen in schwierigen Anwendungen auszeichnen und optimale Lösungen bieten. Sie finden die Fallstudien und mehr unter der Registerkarte Attachments. Besuchen Sie uns auch auf YouTube, Think Siemens. Unsere Weighing Playlist umfasst viele hilfreiche Videos zu unserem Bandwagensystem. Weitere E-Learning-Module finden Sie unter siemens.de/pi-e-learning. Klicken Sie dort auf Interaktive Module. Besuchen Sie unsere Website, um unser gesamtes Portfolio Wegetechnik zu entdecken. siemens.de/wegetechnik. Zusätzlich können Sie unseren Leitfaden Wege und Dosiertechnik herunterladen, um mehr zu erfahren. Bei Siemens haben wir die passende Technologie für die passende Applikation. Sollte eines unserer E-Learning-Module Ihre Neugier wecken und Sie wollen mehr erfahren, so laden wir Sie ein, eines unserer hier aufgeführten Trainingszentren zu besuchen. Unsere vertiefenden Lehrgänge umfassen praktisches Training mit Anwendungsspezialisten. Sie haben Gelegenheit, PI-Geräte zu handhaben und im Einzelnen mehr über sie zu erfahren. Angebote zu Einführungs- und fortgeschrittenen Kursen finden Sie unter siemens.de/pi-training. Melden Sie sich jetzt an. Noch wissensdurstig? Werfen Sie einen Blick auf folgende Siemens-Bücher und halten Sie Ausschau nach unserem neuesten Buch zur Wegetechnik, das demnächst veröffentlicht wird. Sie stehen auf Click for Business oder über Ihre örtliche Siemens-Niederlassung zur Verfügung. Dieses E-Learning-Modul ist nicht nur auf Ihrem Computer sichtbar, sondern auch auf Ihren Mobilgeräten. Alle gängigen Mobilgeräte wie Apple, Android, BlackBerry und mehr werden unterstützt. BrainShark bietet sogar eine App für Apple- und Android-Anwender für eine interaktivere Gestaltung. Also werden Sie mobil! Vielen Dank, dass Sie dabei waren, um mehr über die Grundlagen unserer Bandwagensysteme zu lernen. Bis bald!